Ja, herzlich willkommen zurück zu den fortgeschrittenen Konzepten der Funktionalanalysis. Wir befinden uns nach wie vor in unserem Grundlagenkapitel, dieses Mal in Abschnitt 1.2 mit dem Titel Topologische Vektorräume, und wir wollen auch genau das in diesem Kapitel erreichen. Wir wollen zunächst hinarbeiten auf die Definition eines topologischen Vektorraumes und dann wollen wir recht viele Beispiele und Eigenschaften solcher Räume rausholen, weil die im weiteren Verlauf eine wichtige Raumklasse stellen. Dazu zunächst mal eine Grundvoraussetzung, das sollte aber mittlerweile klar sein, weil wir uns ja immer mit dieser Art der Funktionalanalysis beschäftigen. Unser Körper, den wir hier benutzen werden, wird im Folgenden erstmal wieder reell oder komplex sein, das ist uns erstmal relativ egal. Wir fangen jetzt zunächst mal an mit einer Definition einer Schreibweise und dann mit ganz vielen Begrifflichkeiten, die dann im Laufe des Ganzen immer mal wieder vorkommen, die wir deswegen einmal an dieser Stelle zusammenfassen möchten. Und das erste, was wir uns da anschauen, ist die Definition 1.2.1. Da geht es im Wesentlichen nur darum, so ein paar Grundlagen an Notation zu schaffen, die uns im Nachfolgenden immer ein bisschen Schreibarbeit ersparen sollen. Und zwar ist es folgendermaßen, wir nehmen uns einfach mal einen K-Vektorraum E. Also K-Vektorraum wie immer notiert, das heißt E soll einfach ein Vektorraum über dem Körper K sein und der ist ja nach unserer Generalvoraussetzung oben entweder reell oder komplex. Dann nehmen wir uns zwei Teilmengen aus diesem Vektorraum E, ein X aus E zeichnen wir aus und wir gucken uns ein Lambda an in den komplexen Zahlen oder in den reellen Zahlen. Ich denke immer, wenn ich irgendwie an Körper denke, bin ich immer in C. Das liegt allerdings daran, dass ich Funktionen theoretisch vorarbeite. Das ist natürlich genauso in Ordnung, in R zu arbeiten. Je nachdem, was man gerade braucht. Also ein Lambda aus unserem K, aus dem Körper. Und dann setzen wir folgende Begrifflichkeiten fest. Die erste ist die Summe der Mengen A und B, A plus minus B. Das soll einfach eine Kurzschreibweise sein für die Menge aller A plus minus B, also elementweise plus oder minus, wobei das A eben aus A kommt und das B aus B. Das ist relativ suggestiv. Dann wollen wir für den Fall, dass wir eine einelementige Menge hier hinschreiben, das Ganze auch noch kurz definieren, also x plus minus A, das soll einfach sein. Die einelementige Menge x plus die Menge a in dieser obigen Notation, also wenn wir das jetzt aufdröseln, nichts anderes als die Menge x plus a. Das x ist fest und das a läuft einmal durch die Menge a durch. Und dann wollen wir noch mit diesem Skalar da oben Lambda mal a definieren. Das ist dann in ähnlicher Art und Weise getan. Das ist einfach die Menge aller Lambda mal a, wobei das a eben durch a läuft. Analog haben wir ja zum Beispiel aus der linearen Algebra schon bekannt, wenn man da irgendwie sowas hinschreibt wie z mal a, also z wie die ganzen Zahlen, dann durchläuft das z zusätzlich noch die ganzen Zahlen. Das ist eine analoge Konstruktion. Und wichtig, weil wir in einem Vektorraum sind, ist der ja bezüglich dieser Operation abgeschlossen. Das heißt, a plus minus b, x plus minus a und lambda a sind wieder alles Teilmengen von e. Ne, das ist wichtig. Das ist natürlich im Allgemeinen nicht unbedingt so, wenn wir keinen Vektorraum hätten. Das ist an dieser Stelle halt der entscheidende Kniff. Und das ist so eine Schreibweise, die uns jetzt im Folgenden, nämlich direkt in der nächsten Definition, ziemlich viel Schreibarbeit spart. Nichtsdestotrotz, weil die halt gerade sozusagen frisch eingeführt ist, werden wir da noch ein bisschen drumherum arbeiten. Aber so im Generellen ist das so unsere Kurzschreibweise. Also fangen wir mal an mit der Definition A. Jetzt nehmen wir uns wieder einen K-Vektorraum E und eine Menge C Teilmenge E. Der K-Vektorraum, der ist eigentlich in allen dabei. Das heißt, wir sind hier einfach mal so spendabel und sagen, das ist unser K-Vektorraum im Allgemeinen. Hätte ich hier die Lasso-Auswahl irgendwo mal mir hingelegt? Nee, ne? Ich bin auch ein schlauer Mensch. Naja, ihr kennt das ja schon. Es ist manchmal ein bisschen schwierig. So. Genau, also das haben wir. Ja, und jetzt wollen wir im Prinzip einfach erstmal so ein paar Begrifflichkeiten festlegen. Die Menge heißt aber nicht immer C, das heißt, wenn wir das schon so umschreiben, dann ist E der K-Vektorraum und dann nehmen wir uns verschiedene Mengen raus. Also C-Teilmenge E heißt jetzt eine konvexe Menge.
Konvex ist im Prinzip genau das, was man sich aus der Analysis darunter vorstellen kann, wenn jeweils die Konvexkombinationen drin liegen. Also das heißt, wenn für x y aus c auch, ja, und jetzt kommen halt die Konvexkombinationen t mal x plus 1 minus t mal y komplett in c liegen, und zwar für alle t aus 0, 1. Naja, und das ist halt einfach relativ simpel, woher diese Darstellung hier unten kommt. Das Minus ist da irgendwie sehr blöd mit dem T verschmolzen. Das sollten wir vielleicht ein bisschen klarer machen. Wenn wir so eine konvexe Menge haben, malen wir uns mal hier eine hin. Und wir haben da drin zwei Punkte x und ein Punkt x und einen Punkt y. Und wir nehmen uns dazwischen die Verbindungsstrecke. Dann ist dieses hier gerade eine Parametrisierung dieser Verbindungsstrecke. Ja, wenn diese ganzen Punkte wieder in der Menge C drin liegen, das soll übrigens auch nur C sein, dann heißt das Ding halt konvex. Und diese Elemente hier, die heißen Konvexkombinationen. Und das können wir jetzt anders schreiben mit unserer Vorüberlegung oben sozusagen. Diese Menge hier heißt übrigens, diese Gleichung hier heißt 1.13. Ja, Gleichung ist es nicht, es ist eine Formel. Das können wir schreiben als t mal c plus 1 minus t mal c. Das soll wieder eine Teilmenge von c sein für alle t aus 0, 1. Ja, also das ist eine äquivalente Darstellung. Das können wir auch noch anders schreiben. Das können wir schreiben als lambda x plus mu y. Das soll wieder in c sein für alle lambda mu größer 0, deren Summe gerade 1 ist. Das ist vielleicht die bekannteste Variante für diese Konvexkombination. Und das können wir natürlich auch wieder anders ausdrücken, weil ob wir das jetzt x oder y nennen, das sind Elemente in C. Also können wir auch sagen, lambda c plus mu c ist wieder in C für alle lambda mu größer gleich 0, die in der Summe eben gerade wieder 1 ergeben. Also das sind alles Möglichkeiten, diese Konvexkombinationen aufzuschreiben. Ein zweiter wichtiger Begriff, den wir noch häufiger mal brauchen werden, sind sogenannte kreisförmige Mengen. Dann nehmen wir uns mal eine Menge B-Teilmenge E, die heißt jetzt kreisförmig. Kreisförmig. Wenn Alpha mal B in der obigen Schreibweise eine Teilmenge von B ist, für alle Alpha aus dem Körper mit der Einschränkung Betrag Alpha kleiner gleich 1. Ja, warum ist das kreisförmig? Das kann man sich am besten an einem Kreis erklären, weil der natürlich genau das erfüllt. Wenn ich hier meinen Kreis habe und der hat irgendwie hier so einen Mittelpunkt und ich gucke mir Alpha mal diese Menge an, für einen Betrag Alpha kleiner 1 kriege ich hier so einen innenliegenden Kreis raus. Und wenn die alle wieder in dem ursprünglichen Ball liegen sozusagen, dann ja, heißt die Menge kreisförmig und das ist halt daraus inspiriert, dass das halt für Kreise gilt. Also B ist hier die ganze Menge, der ganze Kreis, nicht nur die Kreislinie. Das ist vergleichsweise so, wie wenn ich sage, ein Gebiet heißt sternförmig, was halt daher kommt, dass Sterne als Menge gerade sternförmig sind. Ja, das ist genau diese Namensgebung. Gut, dann haben wir zusätzlich zu Konvexität brauchen wir häufiger mal absolute Konvexität. Also A-Teilmenge E heißt absolut konvex. Absolut konvex. Ja, wenn sie konvex und kreisförmig ist. Also wenn A konvex und kreisförmig. Also sind Kreise insbesondere auch absolut konvex, weil Kreise als Menge auch konvex sind. Das ist dann auch wieder so ausdrückbar für je zwei Punkte xy aus A gilt in diesem Fall dann lambda x plus mu y wieder in A, und zwar für alle lambda mu aus dem Körper. Jetzt aber natürlich nicht nur für den Fall k gleich 1, weil das wird ja nur die Konvexität sichern. Wir müssen jetzt auch noch alle kleiner gleich 1 sozusagen kriegen. Und wenn wir aus dem allgemeinen Körper das Ganze erlauben, müssen wir die Beträge aufsummieren. Also Betrag Lambda plus Betrag Mu soll hier kleiner gleich 1 sein. Das sichert absolut Konvexität. Und dann zu guter Letzt für diese Definition, glaube ich,
Ja. Brauchen wir noch den Begriff einer absorbierenden Menge? Da werden wir nämlich auch sehr ziemlich viel mitmachen. Also ziemlich viel ist immer relativ, ne? Also diese Begriffe ziehen sich immer mal wieder so ein bisschen rein. Nichts davon wird jetzt bis zum letzten Epsilon sozusagen theoretisch entwickelt, aber man wird immer mal wieder das eine oder andere sehen. Heißt absorbierend, wenn für jedes Epsilon, Entschuldigung, für jedes X in E, hier steht nur ein E, das ist doof. Ich muss ja auch mal Licht anmachen, dann kann ich so alles lesen. Ach Mensch, guck mal. Das ist doch praktisch. Licht ist eine tolle Erfindung, ich sage es euch. Wenn zu jedem X aus E ein T, das von X abhängen darf, also ein T gleich T von X aus E. Nee, Entschuldigung. Das soll eine Zahl sein, größer 0. Also eine reelle Zahl größer 0 sein, existiert. Und zwar mit folgender Eigenschaft. Wenn ich weiß, dass x in t mal a ist, dann soll das Äquivalent dazu sein, dass t hoch minus 1 x in a ist. Also das heißt, wenn ich eine absorbierende Menge habe, dann kann ich hier sozusagen mit rechnen, als wäre es so eine Gleichung. Ja, weil wenn hier stehen würde, x ist gleich t mal a und ich möchte das nach a auflösen, dann könnte ich ja mit t hoch minus 1 durchmultiplizieren. Im Falle absorbierender Mengen ist das halt gerade die definierende Grundeigenschaft. So, wie können wir uns das vorstellen? Wir haben hier irgendwo eine Menge a. Ich male die jetzt mal leicht skalierbar, damit ich hier auch was treffe. Und wir haben irgendein x. Und dafür gibt es eben so ein t. Wenn ich das a aufblase, treffe ich das irgendwann. Ne? Also irgendwo hier gibt es so ein t, das ich hier t mal a habe. Und dann soll ich sozusagen sagen können, okay, wenn ich jetzt das t hoch minus 1 hier vormultipliziere, dann lande ich in der ursprünglichen Menge. Und das ist die Idee von einer absorbierenden Menge. Das heißt, mit diesem a kann ich sozusagen jedes x einfangen, wenn ich es nur groß genug mache. Also groß genug heißt mit einer groß genügenden Zahl t von x skalieren. Und das ist eben genau das, was ich jetzt hier noch aufschreiben möchte. Oh. Das kriegen wir noch auf diese Seite. Also diese Bedingung ist insbesondere erfüllt, wenn ich Folgendes machen kann. Wenn ich die Vereinigung, Entschuldigung, nicht die Vereinigung nehme, n gleich 1 bis unendlich, also eine abzählbare Vereinigung über alle skalierten Mengen, n mal a. Und da kommt der ganze Raum raus. Das ist dann erfüllt, dann ist die Menge absorbierend. Denn was hier im Prinzip passiert, das kann man sich ganz gut in R2 vorstellen, mit so einem Einheitsquadrat. Also hier ist irgendwie mein Einheitsquadrat drin. Und jetzt betrachte ich die Vereinigung von zweimal dem Einheitsquadrat. Das ist ja dann 2 mal 2 Quadrat. Dann als nächstes kommt ein 3 mal 3 Quadrat. Ja, und irgendwann habe ich halt so ein n mal n Quadrat und die nehme ich alle und vereinige sie. Ja, und dann kommt natürlich der ganze R2 raus. Musste man sich jetzt noch genau überlegen, dass das wirklich gilt, ist aber eine relativ einfache Geschichte. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe wieder Nummern vergessen. Das ist natürlich sehr schlau. Oh, diese hier, die heißt 1.14. Und diese Bedingung hier unten, die ist so wichtig, die kriegt eine Nummer. Die kriegt 1.15. Im Übrigen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Nummern in diesem Kurs nicht unbedingt alles kennzeichnen, was hinterher mal referenziert wird, sondern alles, wo ich eventuell mal denke, dass man leicht drauf referenzieren möchte. Ne, das sollte man, wenn man wirklich was Sinnvolles publiziert, nicht tun. Da sollte man halt hinterher durchgucken und sagen, diese Referenzen werden auch benutzt. Und dann lässt man alle anderen Referenzen raus. Aber ne, so kann man das machen, dass man halt mal drauf zeigt und sagt, okay, das könnte man mal irgendwann referenzieren. So, und mit dieser Definition kann man dann sich sofort überlegen, dass eine kreisförmige Menge, also eine kreisförmige Menge A, Teilmenge E ist absorbierend, genau dann, wenn diese Menge 1,15 oder wenn diese Bedingung 1,15 gilt. Also das heißt, hier haben wir sozusagen über diese Gleichung 1,15 haben wir eine hinreichende Bedingung für die Absorptionseigenschaft einer kreisförmigen Menge gefunden. Das muss man sich kurz überlegen. Das ist allerdings aus den Definitionen heraus kein größeres Problem. So, nach diesem Vorgeplänkel möchte ich mal sagen, kommen wir jetzt zu den namensgebenden topologischen Vektorräumen in Definition 1, 2, 3.
Und da werden wir auch sehen, warum wir das Kapitel über die topologischen Eigenschaften davor geschoben haben. Denn es ist folgendermaßen. Ich hänge mir jetzt mal eben ganz kurz meine Notizen hier auf. Ich habe nämlich hier so eine ganz clevere, ich finde, dass sie clever ist, eine ganz clevere Variante gefunden, meine Schreibtischlampe zu einem Stativ umzumodeln. Und deswegen haben wir jetzt folgende Definition eines topologischen Vektorraums. Wir nehmen uns mal wieder einen K-Vektorraum E. K wie immer aus R oder C. Und dann fixieren wir jetzt zusätzlich auf diesem Vektorraum noch eine Topologie. Das ist ein bisschen mehr, als wir bis jetzt gemacht haben. Denn normalerweise interessiert die lineare Algebra die Topologie auf einem Vektorraum nicht wahnsinnig, weil die lineare Algebra keine stetigen Abbildungen betrachtet. So, und T habe jetzt folgende Eigenschaften. Also wir fixieren jetzt zwei Eigenschaften, die wir an die Topologie stellen wollen, oder zwei Anforderungen, die wir an die Topologie stellen wollen. Das erste, das T soll eine Hausdorff-Topologie sein. Das hatten wir im letzten Abschnitt ja definiert, indem wir gesagt haben, ja gut, eine Hausdorff-Topologie heißt einfach jede Topologie, mit der der zugehörige topologische Raum Hausdorff-Raum ist. Das ist noch nicht so wahnsinnig spannend. Aber jetzt kommt eben das Topologische. Topologie ist ja immer irgendwas mit stetigen Abbildungen. Und zwar haben wir ja auf unserem Vektorraum zwei Verknüpfungen. Einmal die Verknüpfung plus, die zwei Vektorraumelemente nimmt und auf ein Vektorraumelement abbildet. Und die Multiplikation, die ja ein Skalar nimmt und den mit einem Vektor multipliziert, sodass wieder ein Vektor rauskommt. Und diese beiden algebraischen Operationen, die sollen stetig sein bezüglich unserer Topologie tau oder t. Und wenn das gilt, dann heißt t eine Vektorraumtopologie. Das ist noch irgendwo logisch, weil wir eine Topologie haben auf einem Vektorraum. Allerdings, wenn wir eine Vektorraumtopologie haben wollen, dann fordern wir zusätzlich schon, dass diese beiden Eigenschaften gilt. Und wenn ich mir jetzt den Vektorraum angucke, zusammen mit dieser Topologie, das Dingen, das heißt dann topologischer Vektorraum. Und das ist tatsächlich die Raumklasse, die für die Funktionalanalysis passt, sage ich mal. Jetzt wollen wir zunächst eine kleine Bemerkung zu dieser Stetigkeit einstreuen, weil auch hier wird jetzt wieder deutlich, warum wir das topologische Kapitel davor gemacht haben. Denn diese Stetigkeit auf Produkten können wir jetzt sehr genau charakterisieren. Und zwar sagt das einfach, also wenn wir fordern, dass diese beiden Abbildungen stetig sind, dann bedeutet das einfach nur, dass die Mengen E Kreuz E und K Kreuz E, das sind ja hier unsere Urbildmengen, wenn man so möchte, dass die gerade die Produkttopologie tragen. Weil die ist ja gerade so definiert, dass diese Abbildungen dann stetig werden, wenn man das Produkt mit dieser kanonischen Topologie versieht. Und das ist gerade der Grund, warum wir uns im ersten Teil die Produkttopologie auch angeguckt haben. Jetzt ist so ein topologischer Vektorraum natürlich erstmal ein abstraktes Gebilde. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns erstmal ein Beispiel angucken. Oder eigentlich wollen wir sogar unendlich viele Beispiele betrachten und dann ein paar interessante rausziehen. Und zwar ist es so, dass man sich leicht überlegen kann, dass jeder normierte Raum ein topologischer Vektorraum ist. Topologischen Vektorraum übrigens, nur dass wir das gesagt haben, kürzen wir in der Regel immer ab mit TVR. Einfach weil das kurz ist oder auch mal mit einem großen T, je nachdem, wo es im Satz steht. Ja, also TVR ist immer ein topologischer Vektorraum. Also jeder normierte Raum, und damit insbesondere, und das ist natürlich interessant, weil wir ja schon die Grundlagen der Funktionalanalyse hinter uns haben, jeder Banachraum ist ein topologischer Vektorraum. Und Banachräume sind ja nun mal wirklich eines der klassischen Beispiele unserer Raumklassen, die wir hier betrachten wollen. Jetzt muss man sich natürlich kurz überlegen, da fehlt ein Raum. Warum das ist. Und jetzt muss man im Prinzip nur zwei Sachen tun. Naja gut, normiert heißt, wir haben eine Norm. Norm heißt, wir haben eine Metrik. Und Metrik induziert ja auf natürliche Variante eine Topologie. Haben wir ja auch im ersten Abschnitt gesehen. Das heißt, dass das ein topologischer Raum ist, ist klar. Metrische Räume sind auch insbesondere Hausdorff-Räume. Also ist jeder normierte Raum ein metrischer Raum. Alles gut. Und ein Hausdorff-Raum insbesondere noch besser. Und die Stetigkeit der Skalarmultiplikation ist jetzt einfach die Homogenität der Norm.
Und die Stetigkeit der Addition ist einfach die Dreiecksungleichung. Das sind gerade die Sachen, die die Stetigkeit der beiden, dieser Raumklasse sichern. Und jetzt können wir uns natürlich bekannte Beispiele angucken. Naja, was wir nehmen können, ist natürlich erstmal k hoch n. Das ist ein endlichdimensionaler Raum, also es ist uns egal, welche Norm wir da drauf tun, also mit irgendeiner Norm. Weil wir haben ja in den GFA gesehen, dass die Dinger sowieso alle äquivalent sind. Etwas exotischeres Beispiel ist halt der Raum der stetigen Funktionen auf 0,1. Der ist exotischer, weil das natürlich ein unendlich dimensionaler Vektorraum ist. Da müssen wir jetzt auch die Norm fixieren, weil da sind nicht mehr alle Normen äquivalent. Ne, wir nehmen hier die Maximumnorm, damit wir das Ding sogar zu einem Banachraum. Wir können das Ganze allgemeiner fassen. Wir können die stetigen Funktionen auf irgendeinem Omega betrachten, wobei Omega ein kompakter Hausdorffraum ist. Und dann mit der Maximumnorm drauf. Also bei stetigen Funktionen ist die Maximumnorm sowieso immer gut. Auf einem Kompaktum, weil dann hat man Minimum, Maximum, alles gut. Und andere, viele weitere werden wir halt auch noch mal so irgendwie dazwischen kennenlernen. Das ist zum Beispiel H von D, der Raum der holomorphen Funktionen auf einem Gebiet. Oder C unendlich von Omega, wobei Omega jetzt eine Teilmenge von R hoch n offen ist. Der wird jetzt in diesem Kurs nicht so eine wahnsinnig riesige Rolle spielen, aber den braucht man hinterher, wenn man Distributionstheorie machen will. Und so weiter und so fort. Also jeder normierte Raum, den man da hinschreiben möchte oder hinschreiben kann, ist automatisch ein Beispiel für einen topologischen Vektorraum. So, als nächstes, nachdem wir jetzt Beispiele betrachtet haben, wollen wir uns einer Bemerkung zuwenden, die dann sozusagen das wichtige Studienobjekt bei topologischen Vektorräumen ja, enthüllt, möchte ich mal ganz dramatisch sagen. Es geht nämlich darum, bestimmte Arten von Basen der Topologie zu betrachten, und zwar auf folgende Art und Weise. Wir nehmen uns mal einen topologischen Vektorraum E und dann nehmen wir uns mal ein A aus E, irgendeins, und wir nehmen uns mal ein Skalar aus dem Körper, der jetzt nicht unbedingt die Null ist. Und dann definieren wir zunächst mal einen Translationsoperator. Und wir definieren dann gleich einen Multiplikationsoperator. Und diese beiden Multiplikationsoperator. Und diese beiden werden halt gerade die wichtige Rolle einnehmen, uns sozusagen einiges über topologische Vektorräume zu verraten. Also was wollen wir für einen Translationsoperator machen? Der soll von A abhängen, deswegen haben wir es fixiert. Der soll von E in den Vektorraum gehen und der soll einfach Folgendes machen. Wenn der einen x bekommt, dann soll das einfach um den Vektor a verschieben. Also a plus x. Und was soll der Multiplikationsoperator machen? Naja, der kriegt gerade dieses Skalar und dann kriegt der halt einen Vektor als Argument zugewiesen und soll dann einfach diesen Vektor mit dem fixen Skalar, ja, skalieren, also multiplizieren. Jetzt wissen wir, in einem topologischen Vektorraum sind ja Addition und Skalarmultiplikation stetig. Ne? Also Stetigkeit, Addition, Skalarmultiplikation. Die implizieren dann natürlich sofort, dass TA und M Lambda in dieser Form gerade Homöomorphismen sind. Das ist dann sofort ersichtlich. Und wenn wir das haben, dann kriegen wir sozusagen raus, dass Vektorraumtopologien translationsinvariant sind. Und das ist hier der wichtige Kniff. Also Vektorraumtopologien sind translationsinvariant. So, was heißt das jetzt konkret? Das ist ja ein schöner Satz, aber der hat noch keine Semantik. Wenn wir eine offene Menge in E haben, bezüglich der Topologie, die wir darauf definiert haben, dann ist auch die Menge A plus U offen. Und zwar für alle A aus dem Vektorraum. Das heißt, wenn wir eine offene Menge nehmen und die einfach irgendwo anders hinschieben, dann bleibt die offen. Das ist sozusagen eine Permanenzeigenschaft, die wir haben wollen. Das heißt aber auch, und das ist jetzt wichtig,
dass die Topologie eindeutig bestimmt ist durch eine Umgebungsbasis an der Null. Ist eindeutig bestimmt durch eine Umgebungsbasis an der Null. Und solche Basen, die bekommen jetzt einen eigenen Namen. Definition 1, 2, 7. Die bekommen nämlich folgendermaßen den Namen Null-Umgebungsbasis. Relativ suggestiv. Also eine solche Basis heißt Null-Umgebungsbasis oder, genau wie topologischer Vektorraum, wird die häufig abgekürzt als NUB, also NUB, Null-Umgebungsbasis. Und wir werden diese Abkürzung NUB auch in der Schrift sehr, 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 sehr häufig benutzen. Ich werde es aber immer als Null-Umgebungsbasis sagen meistens. So, jetzt haben wir da oben quasi hingeschrieben, dass es eindeutig bestimmt ist. Das wollen wir jetzt nochmal in Bemerkung 1, 2, 8 ein bisschen präziser fassen. Ohne da jetzt allerdings in technische Details abdriften zu wollen, weil das ist eigentlich alles relativ selbsterklärend. Und zwar haben wir folgendes. Bemerkung 1, 2, 8. Na, halbwegs gerade das Ding. Ja, komm. Jetzt wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst. Also eine Vektorraumtopologie. Topologie ist durch eine NUB eindeutig bestimmt. Und da, was das jetzt genau heißt, wollen wir zeigen oder wollen wir nochmal eben kurz aufschreiben. Das heißt, jede offene Menge in unserem Vektorraum kann als Vereinigung von Translationen von Elementen der NUB, der Nullumgebungsbasis, dargestellt werden. Also wenn immer wir irgendeine offene Menge im Raum haben, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal wieder den R2, das ist ein schöner topologischer Raum, wir haben irgendwo so eine offene Menge rumwabern, dann ist sozusagen der Trick, dass wir die offene Menge irgendwie hier an der Nullumgebungsbasis konstruieren über irgendwelche Nullumgebungsbasiselemente und dann einfach sozusagen irgendwie hier einen Vektor fixieren und den hier nennen wir meinetwegen mal A und dann nimmt man hier diese Nullumgebung und schiebt die entlang dieses Vektors da hoch und dann hat man eben genau diesen Effekt. Jetzt wollen wir den Begriff Translationsinvariant auch für metrische Räume mal fixieren, weil wir wollen auf noch eine andere spezielle Raumklasse hin, die irgendwie wieder mit einer Metrik behaftet ist, weil meine topologische Räume sind halt schön, das ist die allgemeinste Abstraktionsstufe, die wir so haben in der Hinsicht, aber die Funktionalanalysis möchte schon ganz gerne wieder normierte Räume haben oder noch besser halt irgendwie welche, die sogar beim Skalarprodukt ausgestattet sind, da werden wir in Kapitel 4 dieses Kurses ziemlich viel zu machen. Deswegen wollen wir jetzt zunächst mal mit einer translationsinvarianten Metrik anfangen. Das heißt, wir nehmen uns mal eine Metrik D auf einem Vektorraum E und die soll jetzt translationsinvariant heißen. Und bei einer Metrik ist das halt schön, da kann man nämlich diese Translationsinvarianz direkt auch als invariante Gleichung darstellen. Es soll nämlich gelten d von x, y. Und jetzt möchte ich irgendwas invariant haben, das heißt, ich nehme irgendwie eine Störung auf beiden Argumenten, und zwar auf beiden Argumenten die gleiche, und das tut dem Ganzen nichts. Also ich sage hier d von x, y, das ist das gleiche wie d von x plus z, y plus z. Und zwar egal, was für eine Störung ich da drauf addiere, also x, y, z aus e. Wenn das gilt, hat auch keine Nummer, glaube ich. Nee, alles gut. Und damit können wir jetzt sofort zeigen, dass die Addition in so einem Vektorraum stetig ist. Das ist Lemma 1, 2, 10, das ist eine ganz nette Eigenschaft.
Und zwar, wenn wir also einen metrischen Raum x, d haben und wir wissen, d ist nach der obigen Gleichung translationsinvariant, dann ist die Addition auf diesem metrischen Raum, also plus von x kreuz x nach x, das ist dann eine stetige Abbildung. Das ist also so die erste Hälfte eines topologischen Vektorraums, wenn wir so möchten. Das ist jetzt allerdings natürlich wieder eine Aussage aus dem Bereich, da brauchen wir schon einen kurzen Beweis für. Und machen wir auch eben. Was fangen wir denn, was wollen wir zeigen? Wir wollen irgendwie uns angucken, d von x, y plus d von x plus y zu x0 plus y0. Ne? Das wollen wir uns anschauen. Also wir haben hier sozusagen zwei nah aneinander liegende Punkte und wollen jetzt zeigen, dass das, was da rauskommt, auch nicht springt. Ne? Also die ganz normale Epsilon-Delta-Stetigkeit, wenn wir so wollen. Jetzt machen wir erstmal Translationsinvarianz. Wir addieren erstmal was, und zwar addieren wir minus y minus x0. Na, also wir nehmen auf beiden Seiten sozusagen das drauf. Dann kommen wir hier einmal raus bei d von, ich schreibe es einmal auf, x plus y plus minus y minus x0. Minus? Na, gucken wir mal, was gleich rauskommt. Auf der anderen Seite kommt raus x0 plus y0 plus minus y minus x0. Und das ist dann gleich. Jetzt muss man das hier auflösen. Das y fliegt raus und wir landen bei d von x minus x0. Ja, genau, da sollen wir auch hin. Also alles gut. D von x minus x0. Das macht das nicht besser. Und auf der anderen Seite hier drin, da fliegt dann das x0 raus und wir kommen raus bei y0 minus y. Ne, also das ist einfach jetzt diese Translationsinvarianz mit diesem Skalar hier sozusagen auch mal durchgeext. Darauf können wir jetzt allerdings für die Metrik die Dreiecksungleichung werfen. Wir kriegen also raus, das ist kleiner gleich x minus x0 Abstand zu 0 und dann der Abstand von der 0 zu y0 minus y. Und jetzt verwenden wir für diesen Teil die Translationsinvarianz mit x0 und für diesen Teil die Translationsinvarianz mit y. Das heißt, wir addieren hier mal auf beide Argumente einen x0 drauf. Dann steht hier d von x, x0 und hier auf beide Argumente einen y drauf. Dann steht hier d von y, y0. Ja, und das ist gerade die Behauptung. Und damit ist in so einem metrischen Raum mit translationsinvarianter Metrik die Addition stetig. Jetzt habe ich ja gerade schon angedeutet, dass sozusagen dieses Lemma die erste Hälfte auf dem Weg zu einem metrischen, zu einem topologischen Vektorraum ist. Und was wir jetzt halt einführen wollen, sind neue solcher Raumklassen. Dafür müssen wir allerdings uns beschränkte Mengen angucken in topologischen Vektorräumen und dafür brauchen wir erstmal einen geeigneten Beschränktheitsbegriff, der uns überhaupt erlaubt, von Beschränktheit zu reden. Da wollen wir jetzt erstmal diesen Begriff bereitstellen. Natürlich in der falschen Farbe, weil ich bin halt schlau. Und das ist Definition 1, 2, 11. Jetzt ist es ja so, dass wir in einem topologischen Vektorraum nicht von Beschränktheit reden können durch eine Abstandsfunktion, weil wir ja in der Topologie oder durch die Topologie keinen Abstand induzieren. Also müssen wir uns irgendwas ja, Pfiffigeres einfallen lassen. Also wir nehmen uns einen topologischen Vektorraum und M-Teilmenge E. Und unsere Menge M heißt beschränkt. Und zwar wissen wir, okay, unsere Topologie in einem topologischen Vektorraum ist eindeutig bestimmt durch eine Nullumgebungsbasis. Also nehmen wir uns mal irgendeine Nullumgebung. Also wenn es zu jeder Nullumgebung, die nennen wir U, ja, wenn es dann ein S größer 0 gibt, sodass Folgendes gilt: M ist eine Teilmenge von T mal U für alle T größer S. Dann heißt die Menge beschränkt. Sowas finden wir sicher. Also so ein S finden wir sicher. Und wenn eine Menge beschränkt ist in diesem Sinne, dann existiert so ein T auch immer.
weil unsere Nullumgebungen absorbierend sind. Das heißt, sie spannen, wenn wir das groß genug skalieren, gerade den ganzen Raum auf. Das ist gerade der Witz hinter dieser Definition. Und grafisch können wir uns das folgendermaßen vorstellen. Wir haben hier irgendwo unsere Menge m, die soll beschränkt sein. Also male ich sie mal als beschränkte Menge im R2, irgendwie hier so eine Menge, die irgendwie Parallelogramm jetzt ist oder sowas. Kann natürlich auch ein Kreis sein oder irgendwas. Und jetzt habe ich hier irgendwo meinen Nullpunkt und daran habe ich irgendwie mal eine Nullumgebung. So, das ist das U. Und jetzt gibt es so einen Index S, sodass Folgendes passiert. Oh, das ist eine ganz blöd skalierte Zeichnung. B-b-b-b-b-b. So, den ein Stückchen näher ran. So ungefähr. Dann kommen wir vielleicht noch halbwegs skaliert mit hin. So, dass folgender Effekt auftritt. Ich skaliere hier mein U durch. Und erwische damit das M. Werde jetzt das M kurz ändern. So, also machen wir es mal hier unten hin. Das ist halt, ne, das ist halt alles live on tape. Ne, da passiert auch mal sowas. Also hier liegt unser M. So, und dann finde ich irgendwann ein S, das liegt drin. Und dann liegt es auch für alle weiteren drin. Also wenn ich das Ding jetzt hier unendlich groß machen würde, dann bleibt diese Menge M da drin liegen. Das gilt halt nur, wenn ich beschränkte Mengen habe. Wenn ich jetzt hier sozusagen, wenn das mein Nullpunkt ist und ich habe hier meinen R2 sozusagen einbeschrieben und ich habe hier irgendwie, guck mir mal die rechte Halbebene an. Also ich habe hier sozusagen hier meine Achse und ich gucke mir die ganze rechte Halbebene an. Dann ist sie unbeschränkt, weil egal wie groß ich dieses Dreieck mache, es wird immer Punkte geben, die hier in der Halbebene drin sind, aber nicht in dem skalierten Dreieck. Und auf diese Art und Weise haben wir eben einen Beschränktheitsbegriff, der rein topologischer Natur ist. Ne, wir fangen das halt irgendwann durch so eine Menge ein. Und wenn wir es einmal eingefangen haben, dann lassen wir es, dann haben wir es, dann kann es nicht mehr ausbrechen. Das ist die geometrische Anschauung, die dahinter stecken soll. Damit können wir jetzt, wie angesprochen, einige Raumklassen definieren, die wir auch mal mehr, mal weniger benötigen werden und benutzen werden. Aber ich habe es einfach mal hier drin, weil wer weiß, wofür es gut ist, sozusagen. So. Im Zweifel haben wir halt einen Begriff eingeführt, den wir nie gebraucht haben. Ist aber ja auch nicht schlimm. Also, wir nehmen uns mal einen topologischen Vektorraum, e, tau, e, t. Und dann geben bei dem, je nachdem, was passiert, ein paar Namen. Also E heißt zunächst mal lokal konvex. Falls es eine Nullumgebungsbasis aus konvexen Mengen gibt. Dann heißt so ein Raum E lokal beschränkt und da streiten sich die Gelehrten, ob man das jetzt zusammenschreibt oder nicht. Ich schreibe es hier, glaube ich, zusammen. Im Skript habe ich es auseinandergeschrieben. Das könnt ihr euch aussuchen letzten Endes. Das ist, glaube ich, alles in Ordnung. Das ist jetzt nicht so, dass wir eine Nullumgebungsbasis aus beschränkten Mengen fordern. Es muss nur eine einzige Nullumgebung geben, die beschränkt ist. Also falls es eine beschränkte Nullumgebung gibt. Nullumgebung gerne auch mal mit NU, ne? Dann haben wir die nächste Größe. E heißt lokal kompakt. Wenn es eine kompakte Nullumgebung gibt. Hier ist es so, hier ist die Definition eines lokal kompakten Raums ein bisschen anders, als wenn man jetzt zum Beispiel in ein Topologiebuch guckt. In der Topologie ist es so, dass Lokalkompaktheit halt meist so definiert wird, dass für jeden Punkt in dem Raum eine kompakte Umgebung existiert. Jetzt ist es aber ja so, dass wir gerade festgestellt haben, so ein topologischer Vektorraum ist translationsinvariant, das heißt, wir können uns auf eine Nullumgebung zurückziehen. Und dann hat natürlich jeder Punkt eine kompakte Nullumgebung, weil ich nehme mir einfach die kompakte Nullumgebung, die wir haben, und schiebe die in den Punkt rein, den ich gerade haben möchte. Dann ist das natürlich eine kompakte Umgebung dieses Punktes. Also für den Fall topologischer Vektorräume stimmt das tatsächlich mit der topologischen Definition von Lokalkompaktheit überein. Und diese Begriffe sind halt je nachdem, was man mit ihnen machen will, unterschiedlich
nützlich. Es kommt halt darauf an, wo man in die Theorien abzweigen möchte. Für lokal beschränkt kenne ich jetzt persönlich nichts, da wird es bestimmt was geben. Lokal konvex ist halt ganz prominent Distributionstheorie. Da arbeitet man auf vielen lokal konvexen Räumen, insbesondere auf C unendlich. Der ist lokal konvex. Und lokal kompakt ist halt, wenn man in die Richtung Kompaktifizierung gehen möchte. Prominentestes Beispiel ist da zum Beispiel die komplexen Zahlen. Das ist ein lokal kompakter Raum, der nicht kompakt ist, und den kann man durch Hinzunahme eines Punktes kompaktifizieren. Das ist die sogenannte Alexandrow-Kompaktifizierung. Da ist man dann wieder in der Topologie abgezeichnet. Da gibt es auch interessante funktionalanalytische Konsequenzen, weil sich diese Gebiete auch irgendwie immer gegenseitig neu befachen, sag ich mal. Das ist also sozusagen unser Begriffsrahmen. Und jetzt kommen noch zwei spezielle Raumklassen. E heißt ein metrischer Vektorraum. Ja, falls es eine invariante Metrik gibt. Also eine invariante Metrik D auf E gibt, sodass die offenen Mengen von D gerade die Mengen in T sind. Also sodass D gerade die Topologie T induziert, ne, in der Sprechweise. Und jetzt kommt die eigentliche Raumklasse, die uns interessiert. In diesem Kurs wie auch im Folgekurs, das sind die sogenannten Fréchet-Räume. Also E heißt ein sogenannter Fréchet-Raum. Die Aussprache, ich verkacke sie immer wieder. Ich denke mal, es wird ausgesprochen Fréchet. Ich werde immer häufiger mal Fréchet sagen, weil es einfach so drin ist. Also E heißt ein Fréchet-Raum, wenn E lokal konvex und metrischer Vektorraum ist. Und jetzt wieder das, wo wir Funktionalanalysis betreiben wollen, vollständig hätten wir gern. Also diese Kombination Lokalkonvexität plus metrischen Vektorraum, also wir haben eine invariante Metrik, plus vollständig. Das ist, was wir unter einem Fréchet-Raum verstehen wollen. Und das sind jetzt ja auch wieder ganz viele Begriffe, die relativ abstrakt fallen. Das heißt, auch hier gucken wir uns zunächst mal wieder ein kleines Beispiel an. Und zwar ist das Beispiel 1, 2, 13. Zwar wollen wir jetzt konkret uns mal Banachräume anschauen, ob denn jeder Banachraum irgendwie ein Fréchet-Raum ist zum Beispiel. Das wäre ja nett. Ne? Wir nehmen uns also mal einen normierten Raum und stellen zunächst mal fest, dass ein normierter Raum immer ein metrischer Vektorraum ist. Weil wir ja durch die Metrik, durch die Norm immer eine Metrik erzeugen können. Ja, also die Topologie auf so einem normierten Raum wird ja in der Regel dadurch festgelegt, dass die offen ist im Sinne von für jeden Punkt gibt es eine Kugel bezüglich der Norm, die ganz drin liegt. Dann kann ich natürlich durch die Norm eine Metrik ziehen und die erzeugt dann genau die gleiche Topologie. Das rechnet man schnell nach. Wenn jetzt zusätzlich, nehmen wir den normierten Raum mal E, wenn E zusätzlich vollständig ist, dann sehen wir also sofort, dass E dann ein Banachraum ist. Das ist eigentlich nur noch mal so als kleine Wiederholung. Kommt darauf an natürlich, wo man einsetzt. Man kann mit diesen ganzen Kapiteln hier auch eine FA1 anfangen. Und dann ist das natürlich gerade die Definition eines Banachraums. So ist es für uns eine Wiederholung. Und jetzt gucken wir uns, jetzt fixieren wir uns mal einen R größer 0 und gucken uns mal Nullumgebungen an. Und zwar definieren wir die so, wie wir es eigentlich immer machen. Kann sich diese Mücke bitte kurz, danke. Wir nehmen uns einfach BR und sagen, also normalerweise würde man hinschreiben BR von x. Naja, wir wissen aber, wir wollen eine Nullumgebung haben. Das heißt, BR ist eigentlich gleich BR von 0, aber das unterdrücken wir hier an dieser Stelle mal. Da sollen einfach alle x aus E sein, deren Abstand zu 0, also Norm x minus 0, also Norm x, gerade kleiner als R ist. Das ist dann eine konvexe Nullumgebung. Konvexität, zwar mal ein Momentchen drauf gucken. Und dementsprechend bildet die Menge aller BR für R größer 0 eine Nullumgebung
Nullumgebungsbasis aus konvexen Mengen. Das heißt, Banachräume sind metrische Vektorräume, lokal konvex und vollständig. Das heißt, sie sind Fréchet-Räume. Das heißt, wir haben jetzt eine sehr große Beispielklasse für Fréchet-Räume, nämlich jeden Banachraum, der uns schon mal über den Weg gelaufen ist. Insbesondere K hoch N ist ein Banachraum und man kann zeigen, dass Banachräume auch lokal beschränkt sind. Das ist jetzt für uns gar nicht so wahnsinnig interessant, aber ein netter Funfact am Rande. So, wir haben ja in Bemerkung 1.2.6 gesehen, dass so eine Vektorraumtopologie durch eine Nullumgebungsbasis eben eindeutig bestimmt ist. Das heißt, wenn wir uns mit topologischen Vektorräumen jetzt eingehender beschäftigen möchten, liegt es nahe, dass wir uns mit Nullumgebungen und um Nullumgebungsbasen näher beschäftigen, weil wenn wir Nullumgebungsbasen verstanden haben, dann können wir ja, haben wir damit ja auch quasi topologische Vektorräume verstanden. Und das ist jetzt gerade der Inhalt der nächsten zwei Lemmata. Und diese zwei Lemmata machen wir im Prinzip nur, damit wir den darauffolgenden Satz beweisen können. Das ist jetzt die Struktur der nächsten zwei Videos. Wir beginnen mal mit Lemma 1, 2, 14. Und das ist folgende Aussage. Wenn wir einen topologischen Vektorraum haben, E, und wir nehmen uns eine Nullumgebung V, dann existiert eine symmetrische, offene Nullumgebung U. Das heißt, also symmetrisch heißt, U ist gleich minus U. Und zwar mit der Eigenschaft, dass U plus U noch komplett in V ist. Ja, das klingt schon recht technisch. Gucken wir uns ganz kurz an, wie das Bild aussehen könnte. Wir haben also irgendwo eine Nullumgebung V. So, das machen wir jetzt hier mal als großen Blob, damit ich noch ein bisschen was zeichnen kann. Dann existiert eine symmetrische offene Nullumgebung U, sodass U plus U noch komplett in V ist. Also zum Beispiel sowas hier. Wir nehmen uns hier eine symmetrische, das heißt, alles, was ich hier auf der negativen Achse reinpacke, muss auch hier drin sein. Das heißt einfach symmetrisch im wörtlichen Sinne, wenn ich das hier im R2 zeichne. Nehmen wir zum Beispiel hier so ein kleines Quadrat. So. Und dann gucken wir uns U plus U an. Das wird dann irgendwie hier so rumwabern. Und das liegt dann noch komplett in V. Und dieses Lemma stellt jetzt sicher, dass das immer der Fall ist. Also egal, was für ein komisches Gekröse ich für V wähle, ich finde immer so ein einfaches U. Und das wollen wir jetzt eben beweisen. Das ist auch tatsächlich vom Beweis her kein langer Beweis. Zumindest wenn man auf die Detailrechnung verzichtet. Die ist nämlich nicht schwer, aber nur langweilig. Deswegen verzichten wir darauf. Das kürzt sowas immer schön ab. Also wir wissen, E ist ein topologischer Vektorraum. Das heißt, die Addition ist stetig. Und das heißt, es existieren offene Nullumgebungen U1, U2 in E, sodass, wenn ich U1 plus U2 nehme, dass ich dann in V lande. Das ist die Stetigkeit der Addition. Nur soweit, so gut. Jetzt haben wir aber noch keine symmetrischen. Und dafür setzen wir jetzt einfach eine symmetrische Nullumgebung aus diesen beiden Mengen U fest. Also setze U gleich U1 geschnitten U2 geschnitten minus U1 geschnitten minus U2. Also wir nehmen sozusagen alle Anteile raus, die das ganze Ding unsymmetrisch machen. Ja, und das Ding tut's. Und das meine ich jetzt mit Detailrechnung. Man rechnet jetzt natürlich nach, das ist eine Nullumgebung. Sie ist, ja gut, offen ist klar, weil es ist Schnitt offener Mengen. Und man rechnet die Symmetrie nach. Das ist aber relativ simpel, weil man sieht sofort, dass das symmetrisch ist. Weil wenn ich jetzt hier ein Minus überall vorschreibe, dann vertausche ich nur die Reihenfolge der Schnitte. Das ist alles nur Schreibarbeit. Also da ist überhaupt nichts Substanzielles hinter.
das Lemma brauchen wir eigentlich auch nur, um das nächste Lemma zu beweisen, was dann wiederum der Schlüssel zum Satz ist. Also das ist ein bisschen technische Vorarbeit, dieses Video hier. Also Lemma 1, 2, 15. Gucken wir uns an, was uns das mitteilen möchte. Das möchte uns sagen, wenn ich einen topologischen Vektorraum habe und eine darin abgeschlossene Menge A. Und ich weiß, 0 liegt nicht in A, also 0 ist in E ohne A. Oh, ohne, nicht Quotient. 0 ist in E ohne A. Dann sagt mir dieses Lemma, es existiert eine Nullumgebung U, sodass U geschnitten A plus U leer ist. Ja, das heißt, ich kann sozusagen die 0 von A trennen, ne, wenn man das als Trennungsaxiom auffassen möchte. Heißt also quasi, so ein topologischer Vektorraum ist topologisch gesehen T3-Raum. Falls jemandem das sagt, wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Skizze. Wir haben hier irgendwo unser E rumwabern, das hier im Optimalfall zugeht. Ne? Und dann haben wir hier unsere Menge A. Und wir haben hier die Menge 0, also den Punkt 0. Und der soll ja gerade nicht in A liegen, also alles tut die. Dann gibt es eine Nullumgebung, also eine Umgebung von der 0. So. So dass U geschnitten A plus U ist dann ungefähr das hier. Ui. Rechteck, ne? Man stelle sich das vor. Sodass die beiden disjunkt sind. Das finden wir also immer. Und das wollen wir jetzt zeigen. Und damit können wir dann nämlich den Satz beweisen. Und der Satz sagt dann geradeaus, wenn ich einen topologischen Vektorraum habe, dann kann ich mich immer auf den Fall zurückziehen, dass ich eine Nullumgebungsbasis aus abgeschlossenen Mengen habe. Weil das Ding wird uns nämlich genau sowas liefern. Wie, das sehen wir dann im nächsten Video, so rum. Jetzt wollte ich eigentlich die Farbe gewechselt haben. Mann. Geht wieder drunter und drüber heute, so Beweis. Also, 0 ist nicht in A. Das ist, also das, was jetzt kommt, ist irgendwie eine relativ simple Bemerkung oder Beobachtung, aber wenn 0 nicht in A ist, ist natürlich das Komplement E ohne A eine Nullumgebung. Und jetzt haben wir nach dem vorigen Lemma, ja gerade, da haben wir gerade gezeigt, es existiert damit eine offene und symmetrische Nullumgebung. Die nennen wir mal U, sodass U plus U eine Teilmenge ist von E ohne A. So, U ist symmetrisch. Das bedeutet natürlich sofort, dass der Schnitt von U geschnitten A plus U gleich leer ist. Warum? Da gucken wir uns kurz an. Sonst gäbe es ja irgendwie U1, U2 aus U mit U1 gleich A plus U2, und dann wird das quasi Ding hier im Schnitt liegen. Ne? Dann könnte ich das eine ausdrucken als A plus das andere. Für ein A. Naja, das heißt aber, wenn ich das jetzt ein bisschen umforme, dass A sich schreiben lässt als U1 minus U2. Ne? Ich bringe einfach das U2 auf die andere Seite. Das ist aber wieder in U plus U. So, kurz drüber nachdenken. Das ist einfach plus minus U2. Minus U2 ist wieder in U, weil es symmetrisch ist. Also hier geht die Symmetrie ein. Und U plus U ist ja in E ohne A. Das heißt aber, oh, das heißt aber, A wäre plötzlich in E ohne A. Da hat es aber nichts zu suchen, weil es ja in A ist. Das ist also ein Widerspruch. Und dementsprechend folgt daraus sofort, dass hier dieser Schnitt die leere Menge sein muss.